So, ich denke, wir haben schon kurz nach 19 Uhr, ein bisschen verspätet, aber nichtsdestotrotz, wir starten durch, denke ich. Tolle Sachen wie immer an einem Donnerstagabend, wie heute 19 Uhr vorbereitet. Und ja, herzlich willkommen. Herzlichen Dank an euch, dass ihr live mit dabei seid. Und ja, auch nochmal Dankeschön für die vielen, vielen Fragen per E-Mail, auch Feedback per E-Mail, was ich bekommen habe, auch für die vielen Anmeldungen, die sich jetzt dazu auch entschieden haben, in die Freedom Trader Community mit einzusteigen und sich dort anzumelden. Ich kann es jedem nur noch empfehlen, der noch nicht dabei ist. Ist völlig kostenfrei und unverbindlich. Ist ein genialer Ort, um sich auszutauschen, um Erfahrungen auszutauschen, sich gegenseitig zu unterstützen. Kommt vorbei. Mich würde es freuen. Gut, in dem Webinar heute, wie immer live, lernst du, wie du mit profitablen Trading-Gelegenheiten aktiv Vermögen aufbaust, also ein verlässliches Zusatzeinkommen erzielen kannst. Das ist so der große Rahmen, worum es bei Trading for Freedom überhaupt geht. Und konkret heißt es, ja, wie du Schritt für Schritt das Renditepotenzial in Form von der Marktanalyse eben entdeckst oder identifizierst. Und gleichzeitig, und das ist das, was wir eben kontrollieren können am Markt und im Trading, das Risiko erfolgreich kontrollierst. Das sind die Kernpunkte. Ich möchte es wie immer, wie die letzten Male immer, interaktiv gestalten, dieses Live-Webinar. Deswegen machen wir es ja auch live. Ihr sollt am meisten oder ja, am meisten davon nutzen, rausziehen. Deswegen stellt Fragen. Ich bin dankbar für Fragen, weil dann weiß ich, was ich nun noch besser erklären kann oder noch nicht erklärt habe. Und zögert es auch nicht, Fragen zu stellen. Es ist wichtig, es gibt keine dummen Fragen. Das ist auch fest zu, oder das möchte ich auch ganz klar herausstellen. Einfach Fragen. Und ja, sollten das, also eine Bitte halt, dass es themenrelevante Fragen sind für das heutige Live-Webinar. Sind es Fragen allgemein zum Trading oder auch zum Mentoring oder Coaching? Die dann gerne per E-Mail. Klasse. Gut. Dann all diejenigen, die letzten zwei Webinare dabei waren, die haben denke ich mal, ein ziemlich großes Lächeln. Vor allem diejenigen, die nicht nur passiv zugeschaut haben, sondern die auch aktiv geworden sind. Und ich habe in den letzten zwei Webinaren jeweils eine konkrete Trading-Idee vorgestellt. Hier diese im Australdollar, kanadischen Dollar, was ihr auf der Folie seht, die ist von mir letztes Mal vorgestellt worden. Wir haben Schritt für Schritt analysiert, wir müssen auch heute wieder machen werden, wie wir zu dieser Trading-Idee, zu dieser Trading-Gelegenheit gekommen sind, wie wir sie identifiziert haben und ja, wie wir dann aber auch konkret in die Ausführung ja, wie wir sie konkret ausgeführt haben. Also sprich, wo wir eingestiegen sind, wo wir unseren Stop-Loss gesetzt haben und wo wir unsere Gewinnziele gesetzt haben. Für all diejenigen, die mutig waren, die mit dabei waren, die Trading-Idee umgesetzt haben, die haben ein Gesamtergebnis von 129 Pips erzielt. Ist ja die Einheit im Devisenmarkt. Und im Endeffekt, ja, kann man es auch anders umrechnen, die haben das 1,74-fache von einem Einsatz eben gewonnen. Also sprich, beispielsweise, wenn ich jetzt ein 10.000-Euro-Konto habe und ich riskiere pro Trade 1%, also 100 Euro, dann haben sie bei diesem Trade 174 Euro Gewinn gemacht. Ziehen wir jetzt dann noch ungefähr 8 Euro Ordergebühren ab, dann bleiben immerhin noch ja, 166 Euro über. Und das sind so die Kernfaktoren, also auch die. Auch für die, die heute vielleicht neu mit dabei sind, sind ein paar wenige, wie ich sehe, möchte ich herausheben, dass eben das auf Basis von einem Trading-System stattgefunden hat, das eine positive Gewinnerwartung hat, die sich letzten Endes aus dem positiven Chance-Risiko-Verhältnis, wie jetzt in dem Fall 1 zu 1,74 ergibt und gleichzeitig von einer Winrate oder einer Trefferquote von über 50%. Hier im Australdollar, kanadischen Dollar für den Timeframe haben wir hier eine statistische Trefferquote von 58%. Und aus diesen beiden Komponenten errechnet sich eben der positive Erwartungswert.
Und das ist unser Credo, das wir uns bei Trading for Freedom auf die Fahne geschrieben haben, dass wir eben nur mit Gewinnvorteil im Markt aktiv werden wollen. Und wenn wir den eben nicht haben, dann bleiben wir auf unseren Händen sitzen und warten, bis die nächste Chance mit Gewinnvorteil um die Ecke kommt. Und es gibt sehr, sehr viele am Devisenmarkt, wie wir festgestellt haben. Gut, aber nichtsdestotrotz, auch in dem, oder an dem vorletzten Webinar, haben wir auch eine konkrete Trading-Chance, habe ich euch vorgestellt, im US-Dollar japanischen Yen. Und auch dort gingen beide Gewinnziele auf. Es sind Leute mit dabei gewesen, wie auch in der Community, ich als Feedback bekommen habe, unterhalten habe. Es freut mich natürlich ungemein, also dass ich hier nicht nur blanke Theorie euch vorstelle, sondern dass ihr seht auch, wenn man aktiv wird, und ja, eben nicht nur passiv, sondern auch danach handelt, dann kann man davon auch richtig profitieren, wie das der Dietmar eben gemacht hat. Ich weiß nicht, ob er heute mit an Bord ist, aber ja, es freut mich natürlich. Und dafür sind ja die ganzen Webinare und auch die Signale da, dass ihr davon profitieren könnt. Und ja, also jeder, der es noch nicht, wie auch der Dietmar jetzt da, der das im Testabo, im Probeabo jetzt einfach mal testen möchte für sich, ob er damit auch klarkommt. Ich kann es nur jedem ans Herz legen. Testet das Ganze unverbindlich für 1 Euro 14 Tage lang. Und ja, dann seht ihr, ob es klappt oder nicht klappt, ob ihr damit zurechtkommt oder nicht zurechtkommt. Und falls noch Fragen dann offen sind, falls Probleme da sind, ich bin über die Community greifbar, über E-Mail greifbar, schickt mir einfach eine Message und ihr kriegt sofort eine Antwort darauf. Dankeschön, Martin. Ja. Aber mal schauen, ob wir die Serie fortführen können. Ich habe heute einen Trade mit dabei, den ich dann gegen Schluss auch konkret vorstellen möchte. Und für all diejenigen, die das Probeabo eben abgeschlossen haben und heute mit dabei sind, möchte ich das auch nochmal vorführen, wie man das dann auch in die TWS möglichst ja, mit wenig Klicks eingibt. Kernpunkt des Ganzen. Ja, verlässlichen Einkommens, sage ich jetzt mal, oder des aktiven Vermögensaufbaus. Und gerade das Verlässliche möchte ich da unterstreichen, ist ein gleichbleibender, und das habe ich auch festgestellt in meiner Trading-Erfahrung jetzt in den letzten 18 Jahren, ist ein gleichbleibender Analyseprozess, ein gleichbleibender Prozess, wo ich tagtäglich immer wieder die gleichen Schritte durchlaufe, um ja, möglichst ein konstantes Ergebnis eben zu erzielen. Die, die letzten Male mit dabei waren, die kennen diese Schritte schon. Die habe ich da schon ausführlich vorgestellt. Ich möchte für diejenigen, die heute neu mit dabei sind, das nochmal komprimiert an dieser Folie kurz durchgehen, damit die quasi so eine Art, ja, Orientierungsvorlage, so eine Art Kompass haben für die nacherfolgende Marktanalyse im Live-Chart, dass man sich da ein bisschen besser orientieren kann und auch mit verfolgen kann und verstehen kann, wie denn meine Schritte vom Prinzip her aufgebaut sind. Anfangen tue ich immer mit dem Identifizierungsprozess. Das heißt, ich gehe rein in den übergeordneten Zeitrahmen, meistens in den Tageschart, manchmal auch in den Wochen- oder Monatschart, um mir ja wie so eine Art Überblick zu verschaffen. Und was heißt das genau? Naja, ich zeichne dort eben Trends ein. Oder bestimme die Trends erstmal, zeichne dann dort auch Widerstands- und Unterstützungszonen ein. Und das ist uns so der erste Schritt, wie ich vorgehe. Wenn ich das abgeschlossen habe, dann da kommt die Prognose. Prognose, das hört sich immer so an, ja, ist das keine Glaskugelleserei? Also Prognose heißt immer nur für mich festgehalten, ich überlege mir, aus meiner Erfahrung raus und auch aus meiner Statistik raus, wohin könnte der Markt sich bewegen und wie könnte sich er höchstwahrscheinlich dahin bewegen. Wo er sich dann definitiv hinbewegt, weiß ich nicht, aber ich kann Annahmen erstellen. Und ich kann Annahmen treffen in Form von, wenn das passiert, wie kann ich darauf reagieren und habe ich da eine Chance, im Markt einzusteigen und aktiv zu werden. Und wenn meine Prognosen dann abgeschlossen sind auf Basis meiner Trendanalyse und meiner Widerstandszonen und meiner Unterstützungszonen, dann ist für mich die entscheidende Frage im dritten Schritt, kann ich aktiv werden? Das muss ich entscheiden. Also sprich,
habe ich mir jetzt quasi erstmal einen Überblick verschaffen, ich habe mir einen Ausblick verschaffen und jetzt kommt es darauf an, auf Basis meiner Trading-Strategie oder meines Trading-Systems mit einem positiven Erwartungswert, hoffentlich, den ich habe. Ansonsten würde ich mich nicht aktiv werden an den Märkten, wenn ich keinen Vorteil hätte. Kann ich auf Basis von einer Strategie, von meinem System aktiv werden? Und wie genau kann ich aktiv werden? Und dafür brauche ich eben einen regelbasierten Trading-Plan, ein System, um das auch wiederum mit klaren Regeln immer wieder gleich ablaufen zu lassen. Und das sind einfach, ich unterstreiche das oder betone das auch, ganz, ganz wichtige Elemente, um eben nicht nur, ja, mal hier und da einen erfolgreichen Trade abzuschließen, sondern auf Dauer konstant aktiv Vermögen aufzubauen. Und da ist natürlich ein Trading-Plan, wo man immer wieder die gleichen Schritte durchläuft, ganz, ganz wichtig, um hinten auch konstante Ergebnisse rauszubekommen. Gut, ist das eingetroffen? Kann ich aktiv werden? Bestimmt gibt es eine Bedingung, die meinen Regeln entspricht, wo ich aktiv werden kann am Markt. Dann geht es ans Ausführen, ins Trade Management rein. Und da stellt sich dann die Frage, wie kann ich Einstiege und Ausstiege richtig managen? Wie steige ich ein? Wo steige ich aus? Bei welchen Marken, sage ich, nehme ich jetzt Gewinne mit? Auf welchen Preisniveaus nehme ich Gewinne mit? Und wann ziehe ich dann auch meinen Stop-Loss nach, um mein Risiko erfolgreich zu kontrollieren? Das sind so die vier Hauptschritte in meiner täglichen, immer wieder gleichbleibenden, ablaufenden Routine, Vorgehensweise. Die Frage an euch, gibt es dazu Fragen? War irgendwas unklar? Einfach reinschreiben in den Chat und kurzes Feedback wäre klasse für mich. Okay, super. Willi sagt nein, alles klar. Gut, dann gehe ich mal davon. Ah, der Frank schreibt noch was. Warte ich nur kurz ab. Okay, Amanda, super. Ja, das ist so fester Prozess. Das ist für mich auch, ich habe es ja mehrmals jetzt betont, es ist halt ganz, ganz wichtig, dem halt immer wieder konstant gleichbleibend folgen zu können. Und als Ingenieur ja, bin ich da eh drauf fokussiert. Und es ist halt einfach gut und ist ein Erfolgsfaktor, eine Routine zu haben, eine Struktur zu haben, um eben auch dann letzten Endes ja, konstante und verlässliche Ergebnisse zu erzielen. Okay, wenn das soweit klar ist, dann würde ich sagen, wechseln wir, springen wir in die Praxis, in den Live-Chart. Dazu tausche ich kurz die Fenster. So, dann muss ich hier noch umstellen. Kurze Frage. Ihr seht die Charts nicht, nehme ich an. Kann es sein? Oder ist nur mein Bildschirm eingefroren? Christian sagt doch. Okay, super. Freut mich. Dann seht ihr mehr wie ich. Okay, weil ich habe hier eine kleine Vorschau und da sehe ich angezeigt, was ihr seht. Und da ist noch mal irgendwie mein Bildschirm eingefroren. Also gut, dann machen wir weiter. Klasse. Folgendes. Jetzt muss ich kurz gucken. Ist der Ortfried mit dabei? Beziehungsweise der Wolfgang. Wolfgang ist mit dabei, oder? Ja, beide mit dabei. Ja, sehr schön. Super. Gut.
Klasse, Alfred. Schön, dass du es geschafft hast. Klasse. Alright. Es ist heute in der Community schon mal angesprochen worden, der Neuseeland-Dollar, US-Dollar. Bevor wir da aber reinspringen, schaue ich mir immer gern in meiner täglichen und auch wöchentlichen Analyse den Dollar-Index an. Dollar-Index ist so eine Indikation, ist so ein Kompass, den ich nutze, um mir die Stärke oder auch Schwäche von dem US-Dollar anzuschauen. Und US-Dollar ist einfach die meistgehandelste Währung oder die Devise. Da schaffe ich mir, bevor ich dann in die einzelnen Devisenpaare einspringe, erstmal einen Überblick, wo stehen wir denn da aktuell? Kann ich mir von diesem Dollar-Index schon mal eine Indikation verschaffen, die ich dann gerne mitnehme in die einzelnen Währungspaare? Der Willi schreibt was. Willi, erst eine Frage. Okay. Gut. Alles klar. Ihr seht hier zwei Charts. Einmal den Tageschart und einmal den 4-Stunden-Chart. Ich mache das hier mal groß und springen wir in den Tageschart rein. So. Also übergeordnet. Symbol ist DXY, seht ihr hier oben links. Ich nehme mal, kriege ich hier einen Zeichenstift. Hier oben seht ihr das Symbol DXY. Und wichtig ist, wenn ihr das auswählt, für diejenigen, die TradingView nutzen und für all diejenigen, die das noch nicht nutzen, aber gerne mal sich anschauen wollen würden, hier der Link dazu zu TradingView. Und bei der Auswahl, Willi, wichtig, wähl dir den CFD aus, weil dann hast du auch Intraday-Daten. Wenn du nur den Index auswählst, dann hast du nur End-of-Day-Daten und sprich nur Daten im Tageschart. Wenn du die DXY-CFD, also den US-Dollar-Index, Currency-Index mit CFDs auswählst, dann hast du auch Intraday-Daten. Das als kleiner Tipp am Rande für diejenigen, die das mitverfolgen wollen. Gut, wenn wir uns den Chart hier anschauen und schauen wir uns das mal ganz grob an, dann haben wir hier ein Anfangstief, sind dann nach oben marschiert, haben mit diesen drei Punkten einen ganz klaren Aufwärtstrend markiert, den wir dann nach einer Korrektur bis hier oben hin weiter fortgesetzt haben, haben dann nochmal korrigiert und sind dann nochmal dynamischer geworden zu einem neuen Hoch, nochmal korrigiert und haben hier oben dann das Hoch markiert. Aufwärtstrend haben wir die letzten Webinare auch schon öfters durchgesprochen, ist markiert von was nochmal? Wie lautet nochmal die Regel von einem Aufwärtstrend bezüglich Hochs und Tiefs? Wisst ihr das noch? Ja, die Daten sind real-time, Alex, von Dollar Index. Genau. Höhere Hochs, höhere Tiefs. Also ich markiere es nochmal kurz. So, und das gleiche natürlich hier auf der Seite, auf der Oberseite von einem höheren Hoch und einem neuen Strukturhoch, gekürzt, abgekürzt NSH. Und die haben wir dann hier immer wieder neu bekommen. Genau. So. Ottfried, machen wir es so. Ich mache jetzt hier weiter. Wir können uns dann gerne nochmal kurz in der Community nach dem Webinar treffen. Dann erkläre ich dir das nochmal im Einzelnen, wie du das mit den Intraday-Daten hier in TradingView hinbekommst. Weil normalerweise ist das okay, super, klasse. Machen wir es so.
Genau, dann Aufwärtstrend, klipp und klar. So, seit Jahreswechsel hingegen, also das war jetzt, das Hoch haben wir markiert im Anfang Januar diesen Jahres, 2017. So, und von dort aus haben wir eine Korrektur gesehen, die hier noch nicht unter dem letzten höheren Tief geschlossen hat. Das heißt, wir haben jetzt da nicht einen Trendbruch erlebt. Wir haben keinen Schlusskurs unter dem letzten höheren Tief, sondern dann wieder nach oben marschiert und haben von dort aus die nächste Bewegung nach unten angesetzt. Und hier dann, wie ihr seht, von meinem Cursor hier, von meinem Fadenkreuz, hier haben wir dann letzten Endes ein Trendbruch erlebt. Und nicht nur ein Trendbruch, sondern in dem Fall sogar eine Trendumkehr. Schauen wir ganz kurz. Ja, ganz knapp. Indem wir hier ein tieferes Tief markiert haben. Und hier oben kein neues Strukturhoch gemacht haben, sondern im Gegensatz ein tieferes Hoch markiert haben. So, wenn wir das hier weiter analysieren. Ups, das war jetzt das Falsche. Wir haben auch hier ein weiteres tieferes Tief oder eigentlich hier schon markiert. Beziehungsweise wir sind hier beim Hoch. Dann machen wir das hier weiter. Markieren wir das kurz weiter. Und hier. Soweit zur Orientierung. Und das heißt, seit 2017 sind wir ganz klar, was den Dollar angeht, im Abwärtstrend. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Wir haben dann die letzten Wochen, ich lasse es aber jetzt hier mal so. Ich ziehe das mal ein bisschen auf. Die letzten Wochen hier unten, hier, mal den Magneten hier raus, ja, mehr oder weniger, macht das auch nochmal in der Farbe her neutral, weil es eine Seitwärtskonsolidierung war, die wir dann eingeschlagen haben kurzzeitig. Genau. Und sind dann jetzt hier aus dieser Seitwärtskonsolidierung, wie ihr seht, nach unten ausgebrochen. So, was sind da die nächsten? Okay, Trend bestimmt, Abwärtstrend. Kurzzeitig die letzten Wochen hier unten eine Seitwärtskonsolidierung gesehen. Potenziell haben wir hier auch ein bullisches harmonisches Muster, ein sogenanntes Bad-Muster, das uns eigentlich auf der Long-Seite einen statistischen Vorteil gibt. Wie ihr seht, auf diesem Einstiegslevel hier unten haben wir auch mehrmals die Reaktion nach oben gesehen, konnten aber auch jetzt im Ende Juni, Mitte Ende Juni kein neues Strukturhoch, also über das letzte hier drüber gehen, kein neues Strukturhoch bilden und sind dann wieder haben wieder dann die Zone unten angetestet, das Preislevel hier unten angetestet. Und sind da jetzt seit gestern richtig nach unten durchgebrochen. Supportzonen, Unterstützungszonen. Wenn man sich das jetzt hier im Chart anschaut, ich ziehe das jetzt hier nochmal auf, die bekommt man dann hauptsächlich raus, wenn man nach links schaut und sich die in der Vergangenheit ja, die Price Action anschaut, beziehungsweise den Handel dort anschaut auf bestimmten Preisniveaus. Und ich habe die hier schon mal grün eingezeichnet. Wir haben hier das letzte höhere Tief, beziehungsweise hier in einem höheren Tief markantes Preisniveau, knapp unter der 96er Preismarke. Die waren auch hier, wie hier war das, waren das Hochs, die dann, also waren das Widerstände, die dann hier zu einer Unterstützung geworden sind. Aber selbst das haben wir schon heute durchbrochen nach unten. Und solange wir jetzt da auf Tagesbasis drunter schließen, sieht es nochmal deutlich bearischer aus, also sprich nach noch neueren tieferen Kursen. Das heißt, das Bild erstmal zeigt sich ziemlich trübe im US-Dollar. Das heißt, es ist davon auszugehen, dass wir einen weiter schwächeren US-Dollar sehen könnten. Ja?
Aber, und ich sage auch aber, das nächste Preislevel, was ich interessant finde im US-Dollar-Index, ist irgendwie um die 95 hier, auch hier grün eingezeichnet. Wenn wir hier mal nach links schauen, und ich nehme auch hier mal ein paar Pfeile zur Markierung, sehen wir eben in der Vergangenheit, dass wir hier schon mehrmals eine Reaktion gesehen haben. Und dementsprechend das ein interessantes Level ist, was man auf jeden Fall uns anschauen sollte und näher beobachten sollten. Natürlich nicht nur auf der Oberseite, sondern auch auf der Unterseite, also sprich als Unterstützung gedient hat. So, das heißt, wir haben hier eine Unterstützung gehabt. Hier eine Unterstützung. Und zuletzt haben wir hier mehrere Tage, weil es hier im September letzten Jahres ja, fast eine ganze Woche ein wichtiges Unterstützungspreislevel, wo viele, ja, wo doch vermehrt dann Käufer aufgetreten sind, die dann den Kurs mit ihrer Nachfrage von dort aus nach oben getrieben haben. Gut, das heißt, auch wenn jetzt im US-Dollar-Index so ausschaut, dass die Dynamik zunimmt, dass der weiter schwächer wird, sind wir doch jetzt nah dran an dem nächsten interessanten Preislevel, was potenziell als Unterstützung dienen kann. Also das im Hinterkopf zu haben, wenn wir jetzt reinspringen in die einzelnen Devisenpaare und weiter analysieren, wie es da ausschaut und ob wir da Trading-Chancen sehen. Gut. Intraday, seht ihr, sind wir hier durchgebrochen und marschieren da in Richtung des gerade eben eingezeichneten. Ich übertrage das auch mal gern. Wenn man hier rechts draufklickt, dann kann man das eben synchronisieren. Dann sieht man dann auch, was man sich da im Tageschart eingezeichnet hat, auch hier im 4-Stunden-Chart. Und da ist eben, da kann ich es nochmal kleiner spezifizieren. Da würde ich jetzt da diesen Preisbereich anschauen, zwischen 95,24 oder 25 und 95,37, wo ich potenzielle Unterstützung erwarte. Gut, soweit das Big Picture, die übergeordnete Analyse im US-Dollar-Index. Gibt es zu dieser Analyse Fragen von euch? War irgendwas unklar? War irgendwas zu schnell? Sollen wir noch mal uns im Detail nochmal was anschauen? Alles klar, super. Danke fürs Feedback. Gut. Dann springen wir rein in den vorher schon erwähnten, in das vorher schon erwähnte Devisenpaar neuseeländische Dollar, US-Dollar. Und da selbe Vorgehensweise. Ich habe jetzt schon mal ein bisschen Vorarbeit geleistet. Das heißt, den ersten Schritt habe ich schon mal vorgezeichnet sozusagen. Gehen wir das Ganze nochmal durch seit Mitte letzten Jahres. Wenn wir hier starten mit einem Anfangshoch, dann hatten wir hier, ich zeichne die Bewegung auch mal ein. Wir hatten hier eine Bewegung nach unten, dann eine Korrektur. Ich gehe das jetzt einfach mal grob drüber. Dann eine neue Struktur tief. Mit der Korrektur ein tieferes Hoch. Auch hier wieder ein tieferes Hoch. Und wiederum eine neue Struktur tief. Dann hat man Trendbruch mit der dynamischen Bewegung nach oben. Aber auch dieser Trendbruch ist dann an dieser roten markierten Linie
Diese Bewegung nach oben ist dann auch hier zum Erliegen gekommen. Wir haben dann eine Korrektur gesehen, die dann wiederum nach unten ging zu den letzten Tiefs. Und dahingegen wieder sind wir dann abgeprallt, haben eine Korrektur nach oben gesehen mit einem tieferen Hoch. Auch hier wieder mit einem tieferen Hoch. Und hier haben wir dann neue Strukturtiefs gebildet. Das war Mitte Mai diesen Jahres. Und von dort aus, von diesem neuen Strukturtief, das minimal war, aber das war da, sind wir dann richtig stark impulsiv nach oben gestartet. Haben dann am 25., 26. Mai dieses letzte tiefere Hoch nach oben durchbrochen. Wenn man hier das mal ein bisschen reinzoomt und sich das hier anschaut, hier an diesem Punkt, jetzt natürlich machen wir das ein bisschen anders da. Kleiner Blick hier. Dann haben wir hier an diesem Punkt, haben wir das durchbrochen, das letzte Hoch, haben dann drüber geschlossen, haben ein neues höheres Hoch gebildet. Und dann von diesem höheren Hoch weg das letzte Ausbruchslevel nochmal getestet. Und von dort aus, und das ist immer, auch das möchte ich hier nochmal herausheben, was wir auch die letzten Webinare schon angesprochen haben. Also vorangegangene Widerstände, wenn die mal durchbrochen werden und mit einem Schlusskurs drüber geschlossen werden, dann ist es oft so, dass wir ein Pullback, also ein Rücksetzer sehen und nochmal dieses Level, dieses Ausbruchslevel oder das letzte Unterstützung- und Widerstandslevel testen, und zwar von oben. Und dann wechselt Widerstand und Unterstützung. Das heißt, was vorher Widerstand war, ist dann oft Unterstützung. Und wie ihr auch hier seht, von diesem Unterstützungslevel, das wir einen Punkt genau treffen, startet dann die geht dann diese impulsive Bewegung nach oben weiter fort. Wie weit geht sie? Naja, auch nicht verwunderlich, wenn man sich das jetzt hier anschaut. Und deswegen zeichne ich Widerstandslevel und Unterstützungslevels ein, bis zu dem letzten Hoch hier oben, bis zu dem erwarteten Widerstandslevel auch. Und bis dahin geht die Bewegung. Und kommt dann hier zum Erliegen. Das heißt, wie hier eingezeichnet, hier haben wir einen Widerstand. Unterstützung, auch das habe ich eingezeichnet, hier grün markiert, sehe ich hier auf der 0,72 plus minus in dem Bereich hier. Warum ist das so? Naja, in der Vergangenheit waren das. Ich markiere es hier mal mit einem Pfeil wieder. Wir haben hier eine Zone. Mach es rot. Wir hatten hier in dem Bereich war es Widerstand. Das gleiche hier. Das gleiche hier. Und das gleiche hier. Und das Level war aber auch nicht nur Widerstand, sondern auch Unterstützung. Ja, das sehen wir hier am Rand hier noch. Noch hier mal grün. Für Unterstützung. Es war hier 2 Tage lang Unterstützung. Hier haben wir es durchbrochen. Ja. Und auch hier war es dann wieder Unterstützung in letzter Vergangenheit oder in der näheren Vergangenheit. Und deswegen ist es für mich mögliches Unterstützungslevel, was ich hier einzeichnen kann. Gut, das heißt, was wir hier jetzt seit Mitte Mai, Anfang Mitte Mai sehen, ist ein ganz klarer Trendbruch. So eine dynamische Bewegung ist für mich unglaublich bullisch. Und natürlich sehe ich hier oben das Widerstandslevel. Jetzt gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Wie geht es jetzt weiter? Wir haben das jetzt zweimal angetestet und sind dort abgeprallt. Jetzt kommen wir zum zweiten Schritt. Prognose, wie könnte es weitergehen?
Und schauen wir uns das Ganze hier mal, was hier oben passiert ist, detaillierter vielleicht im 4-Stunden-Chart an. Dazu springe ich eine Ebene nach unten und zoome da quasi einfach mal rein in die Preisentwicklung, was da passiert ist seit Juni, also die letzten Tage. Ja, hier sind auch die Zonen übertragen vom Tageschart, also hier rot die Widerstandszone und hier unten grün die Supportzone oder Unterstützungszone. Und noch mal kurz rüber, da können wir uns das parallel anschauen. Jetzt gibt es für mich zwei Möglichkeiten. Das heißt, einerseits, nachdem wir hier einen Abpraller gesehen haben und ich eine Korrektur vielleicht sehe, im kleineren Zeitrahmen, dass dann nochmal eine Bewegung kommt hier hoch in Form von einem harmonischen Muster, wo ich auf der Short-Seite einsteigen kann. Das wäre eine Möglichkeit, dass wir das nochmal testen und dass ich dort einen Einstieg bekomme durch ein harmonisches Muster, wodurch ein Gewinnvorteil hätte und dann könnte ich im Markt aktiv werden. Oder, und das war, was wir heute in der Community, was ich kurz angesprochen habe, was ich Wolfgang kurz gesagt habe. Also ich habe das auf der Short Watchlist, dieses Währungspaar, aber genauso auf der Long Watchlist. Warum? Naja, Trendbruch, unglaublich dynamische, bullische Bewegung. Also will ich, was jetzt übergeordnet das Ganze angeht, natürlich, was den Trend angeht, versuchen untergeordnet nochmal, wenn wir hier nochmal diese Unterstützungslinie testen, natürlich auf der Long-Seite aktiv werden und in Trendrichtung nochmal eine mögliche Preisbewegung nach oben mitnehmen, wo wir nochmal diese Widerstandszone hier oben testen. Aber mit Rückenwind von einem Trend, von einem bullischen Aufwärtstrend oder von dieser bullischen Trendbewegung nach oben. Und das schauen wir uns konkret jetzt an. Das heißt, jetzt fahren wir hier rein. Und ich habe das hier, ups, das wollte ich nicht. Machen wir es kurz rückgängig. Übrigens, Steuerung Z als Tastaturbefehl kann man Dinge, die man fälschlicherweise gemacht hat, schnell wieder rückgängig machen. Als kleiner Tipp für diejenigen, die die TradingView schon nutzen. Also Steuerung und Z. Man könnte sowas rückgängig machen. Also, die Idee war ja, also entweder hier oben short zu gehen mit einem Muster, was wir aber aktuell nicht haben, oder hier unten auf der letzten Unterstützungslinie den Trend mitnehmen, die trendische Bewegung, die bullische Bewegung nach oben mitnehmen und mit diesem Rückenwind long einzusteigen. Und ja, wie ihr seht, natürlich von mir vorbereitet, haben wir hier die Chance, long einzusteigen anhand von einem bullischen Gartley Pattern oder bullischen Gartley Muster in dem Fall. Und das heißt, das auch in der Nähe von dieser grünen Unterstützungslinie, die wir im Tageschart eingezeichnet haben, eben komplettiert und vervollständigt wird. Ich habe das ja mit dieser Zone auch ein bisschen breiter gefasst, weil es ja nicht immer auf den letzten Pip genau dann funktioniert oder passt. Aber wenn man so eine gewisse Zone sich einzeichnet, dann hat man einfach eine ganz gute Orientierung. Das heißt, hier habe ich die Möglichkeit, in Trendrichtung Long einzusteigen auf Basis von einer konkreten, profitablen Trading-Strategie, von einem Trading-System, nämlich des harmonischen Harmonic Tradings oder harmonischen Muster-Tradings, was wir hier auf Trading for Freedom eben praktizieren. Und ich mache das mal ein bisschen größer, dann seht ihr das auch besser. So, und warum ist das jetzt mit Gewinnvorteil gesehen oder versehen, das Ganze? Weil ich weiß, einerseits, ich habe eine Trefferquote von über 50% und zum Zweiten, wie anfangs auch schon angesprochen und wie ihr das hier auch ganz gut seht, habe ich eben ein positives Chance-Risiko-Verhältnis. Das heißt, mein Risiko ist immer geringer wie meine potenzielle Chance
In dem Fall mit der ersten Teilposition liegen wir hier auch bei über 1, bei 1,09 oder 1,1 und mit der zweiten Teilposition von 1,8. Das heißt, wenn man das aufaddiert, dann sind wir bei 2,9. Das heißt, ich hab insgesamt ein Chance-Risiko-Verhältnis von 1,45 und eine Trefferquote von über 50%. Das gibt eben mir genau diese positive Gewinnerwartung. Das heißt konkret, jetzt hier ist die Idee, falls der Kurs, ob er da runterkommt, weiß ich nicht. Aber falls er auf dieses Preislevel hier kommt, auf die 0,7229 und vorher nicht über dieses Hoch hier drüber geht, also ich zeichne das hier mal ein mit einem hier. Das ist das letzte Hoch, da darf man nicht drüber. Also das ist die Bedingung, die ich da noch dazu schreibe. Dann will ich in den Markt aktiv werden, wenn der Preis hier runtergeht. Also ich markiere das auch mal, falls der jetzt hier runterlaufen sollte. Dann steige ich hier ein, kaufe. Und zwar, jetzt kommt das der Vorteil von dem System, von einem ganz klaren Regelwerk. Ich weiß im Vorhinein oder im Vorhinein schon, wo ich meinen Stopp setze, nämlich hier unten. Das heißt, ich kann das auch vorneweg schon natürlich klar definieren und eingeben. Das heißt, mein Risiko ganz klar kontrollieren. Und ich weiß auch vorneweg immer bei jedem Trade, wo meine Gewinnziele sind. In dem Fall hier Gewinnziel 1 und Gewinnziel 2. Und somit sichere ich mir meine positive Gewinnerwartung. Von wo habe ich die Fibonacci eingezeichnet? Hier, das Einstiegslevel definiert sich, ach, ich markiere das jetzt einfach mal ganz grob durch, für die, die auch letztes Mal mit dabei waren, wo wir die harmonischen Muster eine Einführung gemacht haben, die kennen das ja. Das heißt, ich habe hier unten meinen X-Punkt. Aber das ist nicht das, was ich haben wollte. Ich wollte das andere haben. Ja, ist da. Also so ein harmonisches Muster wird ja durch 5 Punkte definiert, nämlich dem Startpunkt, dann dieser impulsiven Bewegung nach oben, die wir hier gesehen haben, in diesen Punkt A hinein. Also die impulsive Bewegung wird von der Strecke XA definiert. Dann kommt eine Korrektur in den Punkt B. Und wie weit diese Korrektur nach unten geht, von XA, bestimmt mir, was für eine Art harmonisches Muster ich habe. In dem Fall ist es ein Gartley-Pattern. Dann sehe ich hier von dem Punkt B wiederum eine Bewegung nach oben in den Punkt C, der ein gewisses Level aber nicht überschreiten darf im Gartley-Pattern. Und von dort aus startet dann die Bewegung in den Punkt D. Hierunter, der ganz klar durch das harmonische Muster definiert ist. Und der, Alex, der ist das 1,27er External Retracement von AB. Frage damit beantwortet? Das Risiko bestimmt sich im Endeffekt, das ist das 113er von XA, beziehungsweise ich habe einen Average to Range, also quasi einen Schwankungsindikator und einen Volatilitäts, andersrum einen Volatilitätsindikator mit drin, wo ich auch immer überprüfe, der Einfachheit halber, jetzt in dem Fall passt es auch super, ist es das 113er von XA, da setze ich meinen Stop-Loss. Genau. Ja. Okay. Genau. Soweit.
zu dem Ganzen hier. Jetzt die Frage, wie kann ich das jetzt da, und ich mache das immer noch so, um das sauber zu dokumentieren, gehe ich her und markiere mir das auch im Chart immer. Sag hier neuseeländischen Dollar, US-Dollar, beziehungsweise andersrum, so muss ich schreiben. Und zwar im 42-Minuten-Chart habe ich ein bullisches Godly Pattern. Das Ganze ist bestätigt. Bestätigt heißt in dem Sinn, ist noch nicht bestätigt, das ist potenziell, Entschuldigung. Genau, hinschauen. Potenziell heißt, dass diese Strecke hier runter CD potenziell, dass wir hier noch nicht den Punkt B unterschritten haben. Erst wenn Punkt B vom Preisniveau unterschritten worden ist, dann habe ich ein bestätigtes Muster. Hier weiß ich noch nicht, ob das Muster überhaupt komplettiert wird oder überhaupt eintrifft. Ich habe ein mögliches Muster, was ich antizipiere, mehr oder weniger, aus meiner Erfahrung raus, aus meiner Messtechnik auch hier raus. Ob der Preis jetzt wirklich hier nach unten dreht und wir einsteigen können, das weiß ich nicht. Der kann genauso gut nach oben weiter drehen. Und dann ist halt meine Regel klar, wenn der Überpunkt C drüber geht, dann ist das harmonische Muster ungültig und dann habe ich auch keinen Gewinnvorteil mehr. Und dann will ich aus dem Markt draußen sein. Dafür ist die Bedingung da. Das heißt, neben der Bezeichnung lege ich dann auch noch fest, KPIs, meine Key Performance Indikatoren. Das heißt, wir haben gesagt, 1,45 war das Chance-Risiko-Verhältnis. Ich weiß aus der Erfahrung raus, sind wir hier bei 56%. Und wir haben hier eine Bedingung, die müssen wir hier ausfüllen. Die messen wir jetzt genau nach. Die ist bei 0,7331. Und dann würde ich das hier genauso reinschreiben. Also bei 0, sollte der Kurs, bevor unser Einstieg erreicht wird, bei 0,7331 dieses Level erreichen, dann ist die Bedingung ungültig und dann lösche ich automatisch die Orders aus dem Markt raus. Schau ich gerade Nummer 1,1 und 2,9. Ja, das ist ungefähr. Also ich mache es normalerweise dann genau, aber jetzt in dem Fall würde ich es jetzt einfach mal so stehen lassen. Also ungefähr bei 1,45 Risiko, Chance-Risiko. Stehen wir hier. So. Dann bereite ich gerade das Ganze vor, dass wir es auch in die Trader Workstation eingeben können. Kleiner Blick. Das heißt, ich halte fest, auch für mich jetzt da. Ich hätte einen Einstieg bei 0,7229. Dann ein Risiko, ein Stop-Loss bei 0,7188. Das heißt, wir haben ein Risiko von 41 Pips. Und das heißt, bei einem 10.000 Euro Konto, 14. Haben wir hier eine Positionsgröße von 28.000 oder 28.000. Die Gewinnziele sind bei 0,7272 und bei 0,73 glatt. Genau. Das heißt, ich kann es auch hier, ich kriege es dann automatisch ausgerechnet. Wir haben hier ganz genau ein Chance-Risiko von 1,4. Und die Bedingung ist bei 0,7331, wenn dieser Kurs erreicht wird, bevor wir unseren Einstieg erreichen, dann möchte ich das eben, möchte nicht mehr aktiv sein und möchte die Orders rauslöschen. So,
Dann, wie packt man das jetzt in die Trader Workstation rein? Dazu versuche ich das mal hier so zu machen. Und ziehe das immer hin und her am besten. Das heißt, wir sind hier im neuseeländischen Dollar, US-Dollar unterwegs, haben hier eine bullische, also eine mehr bullische Trading-Gelegenheit. Das heißt, wir suchen uns hier den neuseeländischen Dollar, US-Dollar, ist hier ganz unten bei mir in diesem Demo-Account. Und ich würde dann hier draufklicken. Mit einem Klick auf den Briefkurs öffnet sich laut der oder gemäß oder Voreinstellungen drei Orders, nämlich eine Limit-Order, eine Buy-Order und zwei Verkaufsorders, nämlich einmal für mein erstes Gewinnziel und einmal für mein Stop-Loss. Da ich immer mit zwei Teilpositionen handle, um meine Gewinne laufen zu lassen, um die Rendite quasi zu maximieren, klicke ich hier gleich nochmal ein zweites Mal drauf. So. Und habe hier alle Orders offen mit zwei Klicks für meine zwei Teilpositionen. So, das erste, was ich mache, ist, ich definiere oder stelle meine Positionsgröße ein. Wie wir das machen, haben wir schon mehrmals in den Webinaren eben behandelt. Ich habe das hier vorhin gerade eben in meine Excel eingegeben, dann spuckt es mir das automatisch aus. Wir haben hier eine Gesamtpositionsgröße von 28k für ein 10.000-Euro-Konto. Das heißt, die Hälfte wären 40k. 14, Entschuldigung. Nicht 40, 14. So, das gleiche gebe ich für die zweite Position ein. Und ihr seht, bei der richtigen Order eingegeben, stellen sich die anderen automatisch für die richtige Positionsgröße ein. Gut, so, dann ist Folgendes festzuhalten. Die erste Order, das ist meine erste Teilorder und die, also hier mit 12 markiert. Die Nummerierung, lasst euch da oder der Schlüssel, lasst euch da nicht verunsichern. Das ist immer entsprechend, was ihr wie viel die Order ihr da eingibt. Also das hat nichts zu bedeuten. Es ist einfach hier für mich und für euch zur Identifizierung, wo ich mich gerade befinde. Also ich nehme die 12er Einstiegsorder als erste, also für die erste Teilposition. So, Einstieg, wo haben wir denn definiert? Der Einstieg ist bei 0,7229. Also mache ich Folgendes. Bei 0,72, nee, genau, 2,9. So, das kann ich gleich für beide einstellen, weil ich beides mal ja gleich einsteige. So, ich mache das jetzt hier mal oben wieder zu. Gut, wenn ihr Fragen habt, wenn irgendwas unklar ist, sofort reinschreiben, wenn ihr mir nicht folgen könnt, damit ich da auch sofort darauf antworten kann. Gut, das heißt, Einstieg ist hier definiert. Dann, mein Risiko habe ich auch klar definiert. Das liegt bei 0,7188. So gebe ich hier 0,7188 ein. Das kann ich hier oben auch machen, weil ich ja bei beiden Teilen oder das ein Stop-Loss auf das gleiche Level setzt. So. Und jetzt gebe ich die beiden Gewinnziele noch ein. Wie gesagt, hier unten, das ist die erste Teilposition, da ist mein Gewinnziel 0,7272 und einmal hier auf der 0,73 gerade. So. Damit aber noch nicht genug, sondern ich will ja Folgendes noch Folgendes quasi machen. Wir nehmen jetzt mal an, der Kurs, wir steigen hier ein und er läuft von hier auf unser erstes Gewinnziel. Dann ist ja unser Tradingplan und unser Trade Management so, dass wir, wenn das passiert und das Gewinnziel 1 ausgeführt wird,
das Risiko von der zweiten Position automatisch auf Einstieg nachziehen wollen. Das heißt, das Risiko auf Null setzen. Dementsprechend ganz klar kontrollieren. Die Margin machen wir gleich, Alex. Also das ist der Vorteil von Devisenhandel, dass ich dort eben mit Margin handeln kann, beziehungsweise ja, mit Hebel handeln kann. Und bei Interactive Brokers oder bei Banks oder wie sie alle heißen, die auf Interactive Brokers aufsetzen, ist der Hebel eben bei 40. Das heißt, ich kann mit 2.500 € Margin kann ich 100.000 € bewegen. Und so kannst du das auch für die 28k runterrechnen. Aber wir können uns das nachher nochmal mit einem Rechtsklick, siehst du das, was du da an Margin hinterlegen musst für diesen Trade. Und das ist ein Riesenvorteil halt auch vom Devisenhandel, warum ich das auch für meine Klienten, warum ich dort die Signale auch für den Devisenmarkt rausgebe, weil es einfach ja praktisch für viele besser umsetzbar ist wie im Aktienhandel. Weil im Aktienhandel ist mein Kapital halt gebunden. Im Devisenhandel muss ich viel weniger Margin hinterlegen und kann dementsprechend auch zwei, drei Trades parallel laufen lassen. Wohingegen, wenn ich jetzt ein 10.000 € Konto habe und eine Aktienposition kaufe, mit einem gewissen Umfang, dann kann halt schnell, ist mein Kapital schnell gebunden. Und wenn ich dann einen zweiten Trade eingehen möchte, dann ist es schon fast nicht mehr möglich. Oder ich wähle die Aktienposition halt so gering, was dann wiederum meine Ordergebühren relativ gesehen sehr, sehr hoch erscheinen lassen und ich dadurch wieder einen Nachteil erfahre. Und das alles ist halt im Devisenmarkt für den privaten Trader oder Anleger halt deutlich besser. Ja, Aktien ist halt auch wieder die Frage, wie du handelst. Handelst du normale Aktien, also kaufst du die Aktien wirklich selber oder handelst du CFDs auf Aktien? Da kannst du natürlich auch einen Hebel bekommen. Wobei halt der CFD-Handel auf Aktien so ist, dass die sich halt durch die Ordergebühren halt in den Spreads halt verstecken zwischen Ankaufs- und Verkaufskurs. Und da ist es halt auch wieder so, was sind da die Ordergebühren im Vergleich zu dem Devisenhandel? Und für den Devisenhandel sind sie halt, also, so wie ich das sehe, deutlich geringer. Und gerade für kleine Konten halt dementsprechend auch knabbern die weniger an der Gewinnerwartung von einem Trading-System. Ja. Gut, jetzt muss ich gucken. Genau, wir wollen auf Folgendes einstellen. Ich möchte den Trade ganz kurz noch abschließen, Alex. Das heißt, folgendes Ziel, um das Risiko erfolgreich zu kontrollieren. Sobald Gewinnziel 1 erreicht wird, möchte ich mit der zweiten Teilposition den Stop-Loss automatisch auf Einstieg nachziehen. Wie mache ich das in der Trader-Workstation? Und das ist unabhängig von dem, was ihr für eine Strategie handelt, ob ihr jetzt harmonische Muster handelt oder ob ihr eine andere Trading-Strategie habt, die erfolgreich ist. Es ist einfach eine tolle Möglichkeit, ohne am Rechner sein zu müssen, um sich Gewinne zu sichern oder beziehungsweise das Risiko automatisch zu managen. Das heißt, wenn Gewinnziel 1 erreicht wird, hier unten ist mein Gewinnziel, ich habe es jetzt hier mal schwarz markiert. Falls dieses erreicht wird, und da kann ich jetzt hier eben den Trigger setzen, also falls 0,7227 erreicht wird, dann ziehen wir den Stopp nach auf Einstand und der liegt ja bei 0,7227. Für die zweite Teilposition. Und hier ist wichtig, damit es euch da nicht unvorhergesehen aus dem Markt wieder ausstoppt, beziehungsweise die Order löscht, dass dort der Triggerpreis natürlich über dem ersten Gewinnziel liegt. Also ich gebe jetzt hier einfach mal 0,73 ein. Da kann euch da nichts passieren. Genau, da spielt es hier keine Rolle. So, jetzt haben wir den Trade eigentlich soweit eingegeben, aber wir wollen ja noch jetzt nicht die ganze Zeit vor dem Rechner sitzen und warten, ob das Einstiegslevel auch wirklich erreicht wird, sondern wir haben ja vielleicht auch Besseres zu tun. Aber wie kann man jetzt einen Trade trotzdem erfolgreich aktivieren, ohne dass wir den ganzen Tag vorm Rechner sitzen und warten, bis der Einstiegspreis erreicht wird? Oder uns dann vielleicht ärgern, dass wir das eben nicht geschafft haben und den Trade-Einstieg verpasst haben. Da gibt es eben die Möglichkeit mit der Condition Order.
also quasi eine Bedingung hinzuzufügen. Und es wäre jetzt in diesem Fall, wie hier eingezeichnet, wenn der Kurs aber jetzt, und ich nehme jetzt hier mal eine andere Farbe, rück mal rot, von dem Level hier, da stehen wir aktuell, wenn der nach oben dreht und dieses Level erreicht, dann ist das harmonische Muster, dann ist unser Trading-Vorteil ungültig und nicht mehr da. Dann wollen wir auch nicht im Markt aktiv sein. Das heißt, dort sollen die Orders dann wieder aus dem Markt herausgelöscht werden. Und für beide Teilpositionen kann ich das entsprechend lösen in der Trader Workstation, indem ich hier auf die Einstiegsorder gehe, jeweils mit einem Rechtsklick auf Ändern gehe, auf Bedingungen auswählen und dann in einem neuen Fenster, was jetzt hier reinkommt oder sich öffnet, in dem Fall, ich ziehe es hier nur rein, was bei mir im anderen Bildschirm aufgemacht worden ist, klicke ich hier an, zulassen, dass sie auch außerhalb der regulären Handelszeiten die Bedingungen erfüllt werden kann. Und in dem Fall möchte ich ja, weil ich sie jetzt zunächst aktiviere, die Orders, aber wenn diese Bedingung erfüllt wird, möchte ich sie löschen. Das heißt, Orders stornieren. Das ist meine Handlung, die passieren soll, wenn die Bedingung erfüllt wird. Und welche Bedingung das ist, da gehe ich oben hin auf Hinzufügen, wähle aus, sage, wenn der Kurs im neuseeländischen Dollar, US-Dollar, also NZD.USD, ich handle Idle Pro, größer gleich 0,7331 ist, dann löschen wir die Orders raus. Gehe auf Aktivieren. Okay. So, jetzt ist die erste Teilorder aktiviert. Und sollte der Einstieg getriggert werden, ist natürlich die Bedingung hinfällig. Weil die Einstiegsorder ja dann ausgeführt wird. Und deswegen lege ich die Bedingung auf die Einstiegsorder. Und das gleiche mache ich jetzt, wiederhole ich für die zweite Teilposition. Rechtsklick, ändern, Bedingung. Ich mache das jetzt hier mal ein bisschen schneller. Und wenn man das einige Male gemacht hat, dann kann man das fast im Schlaf, dann geht es auch ziemlich flott. Größer gleich 0,7331. Wichtig ist aufpassen, hier immer einen Punkt setzen. Ja, kein Komma. Die TWS mag keine Kommas. Das funktioniert nicht. Gut. Dann auf Beenden, übermitteln. So. Und schon ist das Ganze in der TWS erfolgreich aktiv. Und ja, wie gesagt, wie ich denn auch diejenigen, die die Trading-Signale schon gebucht haben oder die das Probe-Abo seit letztem Mal gebucht haben, auch erzählt habe in der Community mit ein bisschen Übung, ja, lässt sich das in anfangs vielleicht in 5 bis 7 Minuten erledigen. Wer das ein paar Mal gemacht hat, das geht dann irgendwo im Bereich 3 bis 5 Minuten. Dann hat man den Trade erfolgreich eingegeben und kann auf Aktivieren gehen, kann die TWS wieder zumachen, wie in dem Fall. Und ja, kann dann zur Arbeit gehen, kann seiner Freizeit nachgehen, was auch immer. Und der Trade wird automatisch ausgeführt und durchgehandelt. Idle Pro, das ist auch hier TWS, weil es hier ein Demo-Account ist. Ich habe das beim normalen Account bei mir fix eingestellt. Da fragt er dich ab, ob du Cash handeln möchtest, also Cash direkt am Devisenmarkt handeln möchtest oder ob du das per CFD handeln möchtest. Also IB in dem Fall bietet zwei Produkte an. Einmal Cash, Ideal Pro und einmal CFD. Also ich handle Cash, weil ich dort die engsten Spreads bekomme und dementsprechend die geringsten zusätzlichen Ordergebühren habe, weil jeden Spread zahle ich ja auch mit beim Kauf, den ich habe. Das muss man eben beachten. Auch wenn man jetzt Aktien auch mit CFD handelt oder so. Oder auch normal Aktien handelt. Immer diese Differenz zwischen Ankaufkurs oder Bid und Ask oder Briefkurs und Geldkurs, diese Differenz zahle ich beim Kauf einmal mit. Und das muss ich in meine Ordergebühren mit reinrechnen. Ach, mit der Margin, genau. Ich kann hier draufklicken, Rechtsklick,
und kann hier auf Margin-Auswirkung überprüfen gehen. Und dann sehe ich, jetzt muss ich kurz überlegen, wo. Ich mache das so Seiten, ich schaue da so Seiten drauf, deswegen muss ich da kurz suchen. Das sehe ich jetzt, das sehe ich jetzt hier nicht. Schaue ich mal ganz kurz, warum ich das jetzt hier nicht sehe. Dann sehe ich das mal anders. Das zeigt er mir nicht an. Wahrscheinlich nur dann, wenn ich es ausgeführt habe. War ja komisch. Ja, das kann es sein. Aber im Endeffekt kannst du das auch im Kopf dann überlegen. Also es ist, wie gesagt, Hebel 40 bei 10.000 in dem Fall wären es dann 250 Euro pro Teilposition. Also so kann man das rechnen. Hebel 40 bei 100k sind es dann 2.500, was du Margin hinterlegen musst. Und bewegst du 10k, dann wären es 250 sein, denke ich. Ja, so müsste das sein. Ich verstehe die Frage schon, weil es für viele, wenn die jetzt zwei, drei Trades parallel laufen haben, natürlich genau diese Frage ist, kann ich die auch parallel handeln? Habe ich da genug auf dem Konto dafür? Genau. Und deswegen sage ich ja auch immer, wenn ich die Frage bekomme, ab wann macht es Sinn, mit was für einer Kontogröße macht es Sinn, quasi diese Trading-Signale auch zu handeln? Und mir damit über die Schulter zu schauen. Ich sage immer ab 10.000 Euro. Warum? Das Trading-System ist schon klar ab 6.000 Euro profitabel, aber ab 10.000 Euro spielen auch die Ordergebühren entsprechend weniger relativ gesehen eine Rolle. Und zum Zweiten hast du da auch die Order oder die Kontogröße, um eben zwei, drei Orders parallel oder Trading-Ideen parallel auch eingehen zu können und zu handeln. Natürlich kann man auch 2% Money Management handeln, Alex. Gar keine Frage. Das Trading-System ist dafür ausgelegt. Ich empfehle, also ich selber handle mit 1%, weil ich diese Volatilität, also sprich, ja, diese Schwankungsbreite im Depot selber nicht mehr haben möchte. Ich will eine stetige Kurve nach oben haben. Und keine, gerade wenn man davon lebt, möchte man dann keine großen Volatilitäten und Schwankungsbreiten im Depot haben. Für jeder, der anfängt, empfehle ich auch 1% erstmal vom Money Management her, von der Position, also vom Risiko her, was ich setze, weil ja, wenn man sich erstmal eine Strategie, an ein System gewöhnen muss, auch da Vertrauen schöpfen muss. Und gerade wenn jemand neu in das Trading-Business einsteigt, dann ist ein Punkt ganz wichtig, dass man nicht emotional wird. Und wenn man halt solche Schwankungsbreiten im Depot hat und mit höherem Risiko, sind die einfach da. Und damit emotional, sage ich jetzt mal, getriggert wird und nicht klarkommt, Angst bekommt oder gierig wird, dann sind das eben Hauptursachen, warum viele, viele, viele Privatanleger eben nicht erfolgreich sind an der Börse. Also das ist relativ gesehen, ja, ich verstehe das schon. Auf der anderen Seite, wenn du 2% setzt und du hast 5 Verlusttrades in Folge, was definitiv passieren kann, dann sind halt 10% weg. Und wie geht jemand mit 10% um? Das ist halt die Frage. Hat jemand Vertrauen in ein System und hat das schon Erfahrung vom Trading her, kann er gerne 2% setzen. Keine Frage, aber er muss halt auch mit einem höheren Drawdown rechnen. Das heißt, ich habe halt dann, ich weiß vom System her, es gibt die Möglichkeit, dass ich 10, 11 Mal in Folge falsch liege. Die Möglichkeit gibt es und damit muss ich halt auch mit einem Drawdown von, sage ich jetzt mal,
20, 25, 30% dann rechnen. Wenn ich damit klarkomme und das vorneweg als Worst-Case-Szenario auch einkalkuliere und das mich nicht emotional macht, ist es völlig in Ordnung. Okay, ja, aber wie gesagt, ich bin eher am Anfang für viele, die unerfahren sind und die einsteigen, bin ich eher vorsichtiger von der Empfehlung her. Jeder, der erfahrene ist und im Endeffekt, so wie du, Alfred, sagst, na okay, das habe ich in einem Langzeitkonto auch und damit halt besser umgehen kann, auch mit der Erwartungshaltung besser umgehen kann, aber auch damit rechnet dann auch mit dem Worst-Case-Szenario dann auch umgehen kann, dass ich halt mal 20, 25, 30% Drawdown habe in einem Trading-Depot. Wenn das einem klar ist, dann macht es natürlich Sinn, in Anführungszeichen, ein Risiko auf eine halbe oder auf 2% zu erhöhen. Definitiv, keine Frage. Nur von der Empfehlung her bin ich da immer erst, was Anfänger angeht, vorsichtig. Und weil viele halt ja, von der Schwankungsbreite her, von der Volatilität dann überrannt werden, emotional werden und dann ja, auch oft die Flinte ins Korn schmeißen und den wahren Wert von einem profitablen Trading-System nicht erkennen. Soweit zu euren Fragen. Ich hoffe, ich konnte Antworten darauf geben. Okay, Otrid, ja. Und wichtig ist halt, das auch noch zum Thema Risiko. Wir haben das, glaube ich, schon ein paar, wann war das, vor ein paar Wochen schon. Für diejenigen, die da seit Anfang an mit dabei sind, und es sind einige mit dabei, die schon seit 8, 9 Webinaren mit dabei sind, die hier heute da sind, wir haben es auch schon besprochen gehabt. Wichtig ist nur, nicht einmal 1% und einmal 3% und dann wieder 1% und dann wieder 2% pro Trade riskieren vom Depot, weil dann wichtig ist, das Risiko konstant zu halten, sich wirklich an die Regel zu halten. Das ist entscheidend, weil ich eben nicht weiß, wie mein nächster Trade aufgeht. Ob es ein Verlierer-Trade wird, ob es ein Gewinner-Trade wird, das weiß ich nicht. Ich weiß über die große Anzahl von Trades, dass ich mit einem Trading-System mit positiver Gewinnerwartung auf der Gewinnerseite liege. Aber ob der nächste, die nächsten drei, die nächsten vier, was da passiert von den Trades her, ich weiß es nicht. Und wenn ich mich halt, und ich habe das da ganz schön, das Video müsste auch schon, ich habe es noch nicht online, aber ich werde es online stellen. Ich habe es dann eben in einem Vergleich schön erklärt. Einer, der sich in 10 Trades immer schön an das 1%ige Risiko hält, der geht als Gewinner hervor. Wenn er 6 Gewinner-Trades hat und 4 Verlierer-Trades hat. Und wenn jemand halt die gleichen Trades unregelmäßig vom Risiko setzt, dann geht derjenige als potenziell auch möglich als Verlierer hervor. Der verliert Geld damit. Der eine hat dicke Gewinne und der andere hat Verluste. Weil er eben anfangs, wenn es gut läuft, wird er gierig und setzt mehr und plötzlich kommt ein Verlust-Trade. Und der verliert halt dann überproportional viel, was der andere dann natürlich, was er davor gewonnen hat. Und dementsprechend hat er unterm Strich einen Verlust dastehen. Und das ist eben, wie viel ihr setzt konstant. Das ist die Hauptaussage. Das ist ganz, ganz wichtig. Gut. Jetzt sind wir soweit durch. Gibt es noch Fragen von eurer Seite? Im Endeffekt musst du dann halt das System über einen längeren Zeitraum einfach betrachten und die Erwartungshaltung über einen längeren Zeitraum sehen, wenn du halt nicht jedes Trading-Signal mitnehmen kannst. Im Endeffekt geht es halt einfach über die Anzahl. Und ich denke auch das, wenn du nicht alle mitnehmen kannst oder mitmachen kannst, auch das levelt sich dann aus. Du wirst Verlierer dabei haben, die du nicht mitmachst. Dann freust du dich natürlich, dass du die Verluste nicht mitgemacht hast. Und du wirst auf der anderen Seite auch Gewinner natürlich dabei haben, die du nicht mitmachst. Aber ich denke, das gleicht sich dann über die Zeit einfach aus. Willi, was meinst du mit Skalierung? Im Chart meinst du? Okay, also ich
verwende da eine ganz normale, also keine logarithmische Skalierung, die ist ganz normal hier bei TradingView, also im Devisenbereich jetzt da. Außer ich habe dann mal ganz, ganz langfristig im Monatschart Analysen, aber wir können uns das ja mal gerne anschauen, ob das eine Rolle spielt. Schauen wir den mal an. Jetzt haben wir hier den Tageschart. Jetzt gehen wir hier mal in den Monatschart rein. Und auch da ein Trick, wenn ihr rechts auf die Achse Doppelklick macht, links und unten auf die Zeitachse Doppelklick macht, dann passt ihr euch das automatisch so an, dass ihr den ganzen Chart, Preisverlauf im Chart auch hier erfolgreich seht. Also im Devisenchart, ich nutze, habt ihr noch nie logarithmische Chartdarstellung benutzt? Immer die normale. Genau. Gut. Ganz kurz zum Abschluss dann. Ich stelle dann, wie auch letztes Mal, Videos. Hier ist der YouTube-Channel von Trading for Freedom. Da findet ihr die Videos dann auch. Genau diese Webinaraufzeichnungen auch. Ja, da könnt ihr euch das nochmal in eurem Tempo im Nachgang anschauen. Da sind auch viele Videos drauf bezüglich der Trader Workstation, wie man diese Profi-Order-Funktionen wie eben vorgeführt nutzt, wie man die Voreinstellungen entsprechend einstellt. Und ja, auch das Feedback war halt von vielen schon da. Auch wenn sie jetzt eine andere Trading-Strategie handeln, haben sich darüber unglaublich darüber gefreut, weil es doch das Trading ein Tick weit mehr automatisiert und dementsprechend weniger fehleranfällig macht und ja auch einfacher macht, weil man eben nicht den ganzen Tag vom Rechner sitzen muss. Okay, in diesem Sinne, wechsle hier nochmal kurz das Fenster. Jetzt dürftet ihr die Folien wieder sehen, richtig? Genau. Möchte mich natürlich bei euch bedanken für die Aufmerksamkeit, dass ihr euch die Zeit genommen habt, auch heute wieder live mit dabei wart. Und für all diejenigen, die sich noch mehr interessieren, was jetzt Trading for Freedom angeht oder was die Trading-Ideen angeht, die haben die Möglichkeit. Jetzt müssen wir das anders machen. Ziehe ich das nochmal hoch. Dann wechseln wir das rüber. Das Ganze ja kostenfrei beziehungsweise einmal kostenfrei als Mitglied mit dabei zu sein, sich den Ausrüstungsguide zu sichern oder anzuschauen. Auch den Videokurse gibt es mittlerweile, in den ersten schon und viele mehr werden folgen. Komplett kostenfrei kriegt ihr auch den Zugang dann zur Community, zur Freedom Trader Community, wo ihr euch mit anderen austauschen könnt. Und da einfach Vorname, Nachname, E-Mail, Passwort eingeben und kostenfrei und sicher durchstarten. Für all diejenigen, die sagen, boah, ja, so jede Woche ein Signal im Webinar ist ja schön nett und recht, aber ich hätte gern auch regelmäßig. Und ich würde mir das gerne mal näher anschauen. Ihr findet hier oben unter dem Service Reiter die Premium Forex Trading Signale. Und der kann das Ganze natürlich ja, sich über den Link hier unten, über den Button hier unten, ganz unverbindlich und für 1 € 14 Tage lang testen. Kann sich hier den Testzugang anfordern und das Ganze entweder über Kreditkarte oder über PayPal möglich. Und ja, würde mich freuen, euch dort begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne, einen schönen Abend und bis hoffentlich bald in der Community oder als, ja, als jemand, der mir über die Schulter schaut. Vielen Dank und bis nächsten Donnerstag dann.